Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Rising Ruby und puh, ist das heiß hier. Die Sonne, die scheint aber so richtig. Naja, klar, im letzten Part haben wir auch gesehen, dass Groudon aus der Tiefseehöhle, ja, mehr oder weniger entkommen ist. Und demzufolge ist jetzt halt auch hier die Sonne so stark am Scheinen, dass man sich einen Sonnenbrand innerhalb von, ja, vielleicht 4-5 Minuten bekommt. So, wir sollten mal aber langsam mal weg hier. Und wie ihr seht, mein ganzes Team ist platt. Cliffhanger ist der einzige Überlebende. Ja, das ist der Kampf gegen Mark, der war eben, da war's. Guckt einfach den letzten Part, der war echt krass. Ja, wir fliegen direkt nach Serenoville, wir waren ja letztens auch dort gewesen. Das heißt, wir können auch direkt dorthin fliegen. Mit unserem besiegten Wilma. Und mal schauen, was da so läuft in Serenoville. Bestimmt nicht viel. Auch hier scheint die Sonne ohne Erbarmen. Mal direkt unsere Pokémon heilen. Ja, kleine Information von mir. Ihr habt gemerkt, dass Donnerstag kein Video kam. Heute am Sonntag werde ich euch entschädigen. Das liegt daran, weil ich in letzter Zeit ein bisschen mehr Beschäftigung auch im Real Life habe. Ich weiß es aber gerade nicht, ob Groudon jetzt schon hier im Wasser sich badet. Gucken wir mal. Ne, hier ist nichts. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt sehen, die Urzeithöhle, genau, da ist er doch. In der Smart-Edition, da haben Kyogre und Groudon hier gekämpft. Ich bin an der falschen Seite angegangen. Wie gesagt, im Real Life habe ich momentan ziemlich viel zu tun. Und zwar bin ich drunter und drüber, einen neuen Job zu bekommen. Ja, das ist so hell hier, man sieht ja gar nicht mal, wohin man läuft. Ich weiß, ich laufe gerade absichtlich hier ran. Ich gucke mal, ob es überhaupt die Items gibt, aber egal. Und hier ist Troy und da ist auch Vasili, der Arenaleiter dieser Stadt. Und wenn ich den Job bekomme, weil ich habe am Montag einen Probetag bei dem neuen Arbeitgeber, da werde ich mal gucken, wie es dort ist. Keine Ahnung, was da noch passiert. Ob ich dann direkt einen Arbeitsvertrag von denen bekomme oder ob ich noch weitere Probetage bei denen abarbeiten muss, keine Ahnung. Zumindest es sollte jetzt nicht so sein, dass ich nur Probearbeiten soll. Aber ich weiß nicht, wenn ich halt eben dementsprechend einen Job bekomme, dann kann ich natürlich dann auch weniger Videos machen, weil ich halt weniger Freizeit habe, ist auch klar. Und wenn ich mal einen freien Tag habe, dann will ich natürlich auch entspannen. Ich denke aber, dass ich das auch irgendwie hinbügelt bekomme, dass ich zumindest sonntags oder je nachdem, wann ich halt frei habe, Videos mache. Ist halt zeitabhängig. Und natürlich auch je nachdem, ob ich Lust drauf habe. Denn wenn man natürlich nicht motiviert ist, dann sollte man auch keine Videos machen. Aber zurück zum Thema hier. Wir bekommen von Team Magma den Magma-Anzug, das heißt, wir können jetzt auch ohne Probleme in die Urzeithöhle reingehen und gegen Groudon kämpfen. Und ich bin echt gespannt, ob zumindest in dieser Version von Rising Ruby das Groudon angepasst worden ist vom Level. Das werden wir gleich herausfinden. Ich finde diese Musik, die im Hintergrund läuft, chillig. Könnte die ganze Zeit laufen. Das ist immer noch so eine Sache, weil in Pokémon sind die Kinder immer diejenigen, die die Welt retten. Alle Erwachsenen können nichts machen. Absolut gar nichts. Was passiert? Ein kleines Kind mit wahrscheinlich 10 oder 11 Jahren oder 12, keine Ahnung, bricht auf eine Reise auf mit einem Pokémon auf Level 5, trittet jeden in den Arsch und ist jetzt in der Reihe, die Welt zu retten. Vor der ewigen Dürre, vor der Welterwärmung, vor der globalen Erderwärmung. Hier haben wir's. Leute,
Die globale Erderwärmung. Ich gucke aber erstmal ganz kurz nach, ob ich. Ich fliege nochmal schnell zurück zum Pokémon Center. Ich glaube, das geht am schnellsten, weil ich merke gerade, wir haben ja noch Sibirio im Team und Sibirius eigentlich ist nicht so ein Pokémon, was ich mit meinem Team behalten werde. Weil wir das ja unfreiwillig als VM-Sklaven missbraucht haben. Und wir schnappen uns aus dem PC wieder unser Hundemon zurück, was ich dafür zum Austausch ablegen musste. So. Jetzt ist die Welt auch wieder in Ordnung. Was ich nachgucken wollte, wen tun wir denn ans Anfang setzen? Ich weiß nicht, ob ich mit Cliffhanger das machen soll. Lieber mit Herbert. Weil Groudon ist klar. Typ Boden. Mehr als Proto-Groudon ist es, glaube ich, auch noch von Typ Feuer. Wenn ich mich recht entsinne. Und da brauche ich auf jeden Fall ein Pokémon, was gut einstecken kann. Und ich denke mal, dass Herbert das hinkriegt. Da lang müssen wir. Ich weiß nicht, aber seitdem ich Sonne und Mond gezockt habe, bin ich jetzt gewohnt, dran gewöhnt, den Charakter hier mit dem Analogstick zu steuern anstatt mit dem Steuerkreuz. Deswegen sind diese Bewegungen jetzt auf einmal so flüssig wie Wasser. Jetzt sind wir in der Urzeithöhle. Und wir sehen, dass hier ein paar wilde Pokémon schon sind. Und das auf jeden Fall mehr als nur Zubat. Ein wildes Onix. Level 59. Ey, cool, dann können wir auf jeden Fall schon mal hier trainieren. Oh shit. Wir können nicht fliehen. Vielleicht sollte ich doch für den Anfang erst einmal ein schnelles Pokémon, in dem Fall Cliffhanger, an den Anfang lassen, damit wir wenigstens von den ganzen wilden Pokémon fliehen können. Hier ist nichts im Dex-Navi eingetragen, doch. Hier ist schon was eingetragen. Keine Ahnung, was jetzt hier so alles auftaucht, aber wir gehen erstmal hier rein. Können wir überhaupt hier durch? Nein. Nö. Ich wollte die ganze Zeit hier irgendwie raus, aber ich knall die ganze Zeit gegen die Felsen. Ein Inkognito! What the fuck? Inkognito! Ich glaube, das ist das Z-Modell. Modell. Was hab ich? Ah, jetzt haben wir's. Und die Erde bebt. Groudon hat einen fahren lassen. Wir sollten es verändern, bevor es die ganze Höhle zu bombt mit seinen Furzgasen. Nein, Spaß. Guck mal, wie neblig es und allein schon hier ist. Was ist das, Inkognito K? Also wer hier seine Inkognito-Sammlung füllen möchte, der ist hier an der besten Stelle. Aber das kümmert uns nicht. Immer weiterlaufen. Und das ist das W-Modell. Ich sag immer Modell. Oh Mann. Immer weiter runter. Und wir sind, glaube ich, auch schon fast da. Also Crodon. Das ist nicht gut, was du da machst. H. Könnte ich ja fangen als Signatur hier benutzen, ne? H und ein B. Henry Boss. Und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. So. Weiter, weiter, weiter. Gibt es aber auf jeden Fall noch mehrere Pokémon als Inkognito und jetzt auch das Onix, aber wir sind auch schon angekommen. Ich hätte speichern sollen. Kann ich das noch schnell tun? Oder nicht? Ich hoffe schon. Wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problem, aber wir haben ja noch einen Meisterball. Für den Notfall. Also von daher.
Wie aus dem Nichts taucht Grodon auf und dreh dich um. Grodon, ich bin hinter dir. Ja, stehe Grodon gegenüber. Ich muss auf Grodons Rücken springen. Ja, dann auf, solange es noch. Stellt euch mal vor, ihr verkackt den Sprung und landet in die Lava. Ich meine, ihr habt ja nicht umsonst diesen Anzug an, aber ich weiß nicht, ob dieser Anzug wirklich so extrem feuerfest ist, dass ihr die Lava belebt. Aber trotzdem, guckt mal, wie klein Grodon ist. Und dann Proto-Grodon, extrem Gigant. Ich glaube, wir können auch speichern. Wir genießen jetzt auf jeden Fall mal diese Cutscene. Ich glaube, die ist schon vorbei. Obwohl. Ja, wir speichern einfach mal hier. Aber bevor ich das tue, machen wir wieder wie letztens besprochen, das Herbert wieder an Anfang. Das Herbert, genau. Speichern und let's go. Die Show kann beginnen. Einer der epischsten Musikstücke, was legendäre Pokémon angeht. Meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, wie ihr das seht. Schreibt mal in die Kommentare, welche Musik gegen legendäre Pokémon zu kämpfen euch am besten gefällt. Und hier ist Proto-Groudon. Und es wird auf einmal größer. Oh mein Gott. Sieht schon verdammt episch aus. Das Problem ist, wenn man jetzt beispielsweise verkackt, dann müssen wir, wenn wir resettet haben, diesen ganzen Scheiß nochmal von vorne sehen. So, Endland. Ich glaube, dass jetzt Wasserattacken keine Wirkung mehr haben, deswegen machen wir einfach mal die Mega-Entwicklung, um halt ein bisschen mehr bulky zu werden und machen einfach mal eine Psychokinese und gucken, wie viel das dem Grodon Schaden zufügt. Und ich weiß nicht, ob Grodon jetzt speziell angreift oder physisch. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. So. Jetzt kommt der Flammensturm. Das hat gar nichts abgezogen. Oh. Oh. Ups. Das war jetzt nicht geplant. Das war jetzt nicht geplant. Ich wollte das Grau dann nicht besiegen. Scheiße. Nochmal von vorne. Ja, das haben wir auch gesehen, Level 45. Da müssen wir wohl doch was anderes hinschmeißen. Ich glaube, wir fangen einfach mit Wilma an. Weil ich glaube, Wilma kann das Graute noch ein bisschen an Zaun halten, oder? Scheiße. Ah, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe einfach das Level erst dann gesehen, wo ich die Psychokinese ausgewählt habe. Ich so, oh shit. Belebt das Groudon? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, wir können es auch nicht paralysieren, weil Donnerwelle wird ja keinen Schaden, beziehungsweise generell keine Wirkung haben auf Groudon wegen Boden. Ich glaube, der Feuertyp, der kommt ja nur dazu. Ist kein reines Monotyp für Pokémon.
selbst wenn ich mich irren sollte, drauf gekackt. Jetzt wird's mal so sein, dass ich das Groudon fangen werde. Was ich mit diesem Groudon anstellen werde, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich in der Box verharren. Weil ich meine, warum soll ich das Groudon trainieren? Besonders wenn man ein Arena, wenn wir in der Pokémon-Liga gegen komplett Level 100er Pokémon antreten werden. So wie ich es gelesen habe. So, mit welcher Attacke greifen wir jetzt an? Beide Attacken machen ziemlich viel Schaden. Finsteraura 80. Speziell. Und wir haben ein mäßiges Wilma. 75. Ja, komm. Das hält's doch aus, oder? Ja, guckt euch das an. Schon viel besser. Ich hoffe, dass der Luftschnitt jetzt kein Volltreffer wird. Es wird! Es besiegt es. Oh mein Gott, mein Team ist so stark. Wir sind drei. Kommt vor wie so ein Shiny Resetter. Und ich glaube, selbst bei Proto Groudon kann man so viel resetten, wie man will. Ich glaube, das ist Shiny Locked. Das heißt, man kann das Pokémon nicht als Shiny Pokémon resetten. Kann sein, dass ich mich auch täusche, aber wie ihr mich kennt, täusche ich mich ziemlich oft. Also von daher. So, das müsste jetzt aber besser sein, wenn ich einmal Finsteraura mache und dann Luftschnitt. Ja, schon viel besser. Dann schmeißen wir doch mal die Bälle. Ich fange jetzt einfach mal jokigerweise mit einem Pokéball an. Und es bleibt einfach auf dem Magma. Ist ja nicht so, als würde dieses Pokébällchen einfach... Es macht Erholung. Obwohl, das könnte vielleicht sogar vorteilhaft sein. Es ist einfach nicht, es ist nicht so, dass die Magma dieses Pokébällchen einfach verschlingt und... Ja, Pokéball ist weg. Groudon ist down und fertig. Ich meine, what the fuck? So, nochmal Luftschnitt. Ist ein Handvoll drin! Ich hab keinen Bock. Boah, das gibt's doch nicht. Ich hab einfach keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Normalerweise resettet man eigentlich immer bei solchen Momenten, wenn das legendäre Pokémon einen selbst in den Arsch tritt. Aber ich resette halt genau aus einem anderen Grund. Aus dem gegenteiligen Grund. Ich trete Groudon in den Arsch. Unfreiwilligerweise. Deswegen schmeißen Meisterball gut ist, ey. Ich habe keinen Bock, den ganzen Tag an diesem Groudon zu sitzen, nur weil ich besiege. Aus Volltreffergründen. Dreck. Tut mir leid, dass es halt nicht episch wurde, aber ganz ehrlich, mit einem Level 45er Groudon und einem Team, was deutlich stärker ist als meins, das kann nichts werden. So, jetzt gehen wir drauf, weil die ganze Welt explodiert. Beziehungsweise die Sonne ist weg. Wir sterben alle. Wo ist das Licht? So. Es regnet Sterne. Wenn das kein atemberaubende... Ja. Wie beschreibt man das jetzt am besten? Keine Ahnung. Ist unbeschreiblich. Einfach atemberaubend. Schön. Glitzer. Ach. Sogar die Walme aus dem Wasser.
Tja, was wären die nur ohne mich? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch jedes Mal. Wie gesagt, ein Kind, das die Welt rettet. Nur in Pokémon ist das möglich. Aber wäre das nicht schön, wenn in der echten Welt sich solche, ich sag mal, Kriegsveteranen, die sich im Krieg befanden, so wieder versöhnen, wenn ein Kind das Problem einfach beseitigt? In einer Sache ist das ja schon skandalös, aber auf der anderen Seite, wenn das wirklich passieren würde. Wahre Worte. Zumindest wenn ihr das alles lesen konntet. Weil ich habe das ja die ganze Zeit geskippt. Ja, den Rot-Lel-Stein bekommen, damit wir noch mehr Things machen können. Und während es weiter noch Sterne regnet und Treu uns die Empfehlung ausschreibt, den Arenaleiter zu plätten, der hier in der Stadt Wasser-Pokémon trainiert. Und wir jetzt auch endlich die Ionflöte bekommen. Das heißt, wir können jetzt auch schön mit Latios oben am Himmel rumfliegen. Das heißt, ich könnte auch endlich mal von der vollen Fliegen Abstand nehmen. Beenden wir jetzt auch mal den Part. Ich weiß, ein ziemlich... Ja. Guck mal, Mike hat schon Sonnenbrand. Schaut mal, wie rosa die ist. Aus der Reihe, Mike. So, schau jetzt auch rein. Bis zum nächsten Part und dann werden wir, glaube ich, in die Wasserarena reingehen. Und ich hoffe, dass wir nicht so lange brauchen werden, diese Bodenplatten nicht zu durchbrechen, aber das werden wir dann im nächsten Part sehen. Haut rein und ciao!